2 am Stand von Hyundai. Da auch nochmal Interview, auch nochmal Autogrammstunde. Und morgen. Jean-Pierre Krämer auf der Automesse hier in Erfurt. Ihr Lieben, wer will JP sehen? Gleich geht's los. Ich wollte noch alle heiß machen, mein Lieber, und jetzt bist du schon hier. Hey. Wow, mein Lieben, Applaus für den Hero. Ja, ich glaube, wie er sein will, weiß ich ja. Hört ja mal, oh Mann, so viel und so. Warte mal, wir haben noch gar kein Mikro, guckt das an und denkt, was ist das? Ja. Das gibt's gar nicht, was da steht eigentlich. Ja, ist aus meiner Birne. mega stolz auf das Teil. Ganz tolles Auto. Ja, wirklich. War eine Menge Arbeit. Du sagst ja selber, ich möchte eigentlich so meinen Traum machen, total. Ist das dein Traum? Nein, also das ist doch nicht das, wo es hingehen soll, auf keinen Fall. Das war so unser erster Versuch, ne? Weil das Monocoque oder der Mittelteil ist ja immer noch der KTM. Natürlich wäre mein Endwunsch auch ein ganzes Fahrzeug zu machen. Mal gucken, wie es weitergeht. Du, wichtig. Der Schlüssel, also der hat eigentlich keinen richtigen Schlüssel, aber womit du ihn startest, ist auch nicht da. Deswegen, also wir kriegen ihn leider nicht. Auch für morgen nicht, ne? Weil morgen bist du ja noch mal da. Ja. Habt ihr das gesehen? Da waren Funken Hoffnung. Ja, ich kann mal gucken, ich kann die Jungs mal fragen, ob wir vielleicht für morgen was organisieren können, wo das mit vielleicht geht. Das wäre schon, also ich meine. Aber es ist echt assi. Das ist echt assi. Wäre so. Du, Jean-Pierre, ich muss dir ehrlich sagen, ich war auch erstaunt, dass die Betsy gesagt hat, machen wir an. Ja, waren wir auch? Weil ich hätte gedacht, die sagen, spinnst du? Ja. Never ever. Also sagen wir so, die in Essen, auf der Motorshow haben wir ihn ja angemacht. Und die meinen auch so, ja, auf jeden Fall, geile Show, ne, mach mal an. Nach dem ersten Mal anmachen, haben die gesagt, mach dieses Auto nie wieder an. Ja, fühlt es sich einfach extrem schwer, 2020 als kleines Unternehmen mitzuhalten. Und deswegen sage ich da, ich habe über die Kuh und deswegen auch der KTM, so wie er ist, das weniger mehr ist, das Minimalistische, ist nicht gut. Losgeht, damit ich meine Aufmerksamkeit bekomme, schreibe ich zu extrem und dann schreibe ich, wenn ich mir den Eifel
bist dann übrigens um 15 Uhr nochmal bei Hyundai. Apropos. Mehr Spaß macht, die zuzugucken und wo man es noch mehr identifizieren kann, weil wenn ihr da mit einer 6-Brecke geprügelt kommt. Motorshow. Extra, damit man weiß, okay, damals wusste er schon, dass der Helm die Farbe kriegt auch. Ah, oh, wow. Und also diese Projekte, für mich sind alle Autos, die wir bauen, wenn die dann da stehen, alle scheiße. Sag ich ganz ehrlich, weil du ja schon wieder, wir sind ja jetzt, also da Antriebswellenthema, dann müssen wir abstimmen noch richtig dementsprechend und dann wird gefahren, dann wird Rundenzeiten gefahren, dann wird alles gemacht. Aber im Kopf bist du ja schon wieder drei Dörfer weiter.